Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins, Folge Nummer 82, wo wir uns nun zum Zirkel der Magie bzw. in Richtung des Zirkels der Magie begeben. Wahrscheinlich lauern uns auf dem Weg dorthin noch einige Banditen auf und wir nehmen Orgrim mit. Oho. Halt, wir nehmen erst Lyanna mit, weil... Ach nee, Moment, bevor wir weitergehen... schließen. Bevor wir weitergehen, wollte ich noch was gucken. Und zwar stand in den Kommentaren auch mal, wir sollen doch bitte mal Zephyrin mitnehmen. Also muss ich gucken, da gibt es nur ein Problem. Ich weiß nicht, ob Zephyrin... Also das einzige Problem bei Zephyrin ist, ich glaube, Alistair mache ich irgendwann mal zum Champion. Das passt ganz gut zum Templer. Ich weiß nur nicht, wie ich Champion freischalte. Das Problem bei Zephyrin ist, dass ich nicht weiß, inwiefern er gut ist. Ich glaube, Duellant wäre bei dem ganz gut. Inwiefern er gut darin ist, Schlösser zu knacken. Das hätte ich jetzt eigentlich gleich mal gucken können. Beziehungsweise ihn darin verbessern können, wenn ich nicht so doof wäre und ihn hätte automatisch gelevelt. Wenn ich ihn jetzt nicht automatisch gelevelt hätte. Und zwar sieht es aus, als ob Zephyrin überhaupt keine Schlösser knacken kann. Das heißt, tut mir leid, aber ich kann ihn überhaupt nicht mitnehmen. So leid es mir tut, das geht einfach nicht. Wir brauchen jemanden, der Schlösser knacken kann. Und Zephyrin ist nicht derjenige, der Schlösser knacken kann. Den machen wir zum Berserker, glaube ich, irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Win, die ist eine Geisterheilerin, zu der würde eigentlich gar nichts passen. Ich will die nicht irgendwie spezialisieren, dann würde sie die Punkte nur für irgendwelche Spezialisierung ausgeben, was absoluter Quatsch wäre. Weil sie die gar nicht braucht. Win ist ja unsere Heilerin. Die braucht nichts anderes als Geist heilen. Okay. Also begeben wir uns mit Lyanna, Orgrim und der guten Morrigan. Unbedingt. Die habe ich irgendwie vermisst. In Richtung Zirkel der Magie. Obwohl, nee, wir können Morrigan gar nicht mitnehmen. Wir müssen... Ja. Wir müssen Shale mitnehmen. Aber müssen wir dann Orgrim mitnehmen? Nee, ich glaube nicht. Wir müssen... Weil Shale nehmen wir mit, weil... wir wollen uns ja, nachdem wir beim Zirkel der Magie waren... Und bei dem Soldatengipfel. Da will ich einfach mal in die Truhe gucken. Oder Sachen in die Truhe legen. Nachdem wir da waren, geben wir uns ja in den Kadesh-Teig. Und da der Kadesh-Teig zu Shales Quest gehört, ist es nur logisch, dass wir die auch mitnehmen. Oh, ein Überfall. Wer hätte das gedacht? Oder ein Ereignis. Da! Noch mehr dieser Teufel! Na toll. Nein. Wir brauchen einen Sturm und zwar... hierhin. Ach, das sind die Zwerge. Au. Wird erledigt. Geile Zwergarmee von einem guten Dutzend sind zwei übrig geblieben. Ach, Morrigan, ich will gar nicht. Euer Wunsch? Ist schon gut. Vielleicht wäre Orgrim doch besser gewesen als sie. Vielleicht ist er sogar stärker. Zwergensoldat. Orsama hat euren Ruf vernommen. Wir marschieren für euch, Wächter. Orsama sollte bessere Krieger senden.
Sollte er zumindest nicht. Von dem her sind die Zwerge wohl nicht unbedingt die besten Krieger. So, gehen wir uns weiter zum Zirkel der Magie, um für Dagna zu fragen, ob sie studieren darf. Ich hoffe, da müssen wir nicht an die Spitze des Turms oder in Irvings Büro, sondern können einfach mal beim Gregor fragen, oder Irving ist noch in der Lobby. Ah, da ist er ja. Ihr habt für den Zirkel weit mehr als eure Pflicht erfüllt. Wir sind stolz auf euch. Ja. So, erstmal, Dagna aus Orsammer möchte die Magie studieren. Orsammer, wirklich? Ihr habt meine Neugier geweckt. Es ist allgemein bekannt, dass Zwergen die Begabung zur Magie fehlt. Sie wird selbst die einfachsten Zauber niemals beherrschen, so sehr sie sich auch anstrengt. Ich weiß. Und das weiß sie auch. Sie will einfach nur die Theorie der Magie studieren. Faszinierend. Da sollte sich der Zirkel wohl geschmeichelt fühlen. Sie ist bereit, dafür Kaste und Clan aufzugeben. Ich selbst halte das für albern. Sie möchte lernen. Das ist ein hehres Ziel. Sie hat ihr ganzes Leben davon geträumt. Enttäuscht sie nicht. Sie ist bereit, dafür Kaste und Clan aufzugeben. Das beweist wohl, wie wichtig ihr das ist. Verstehe. Wenn sie so viel dafür opfert, dann sollten wir uns geehrt fühlen. Sagt Dagna aus Orsamar, dass dieser Weg nicht leicht ist. Aber wenn sie ihn beschreiten möchte, ist sie hier im Zirkel willkommen. Sie wird mit den Besänftigten leben und lernen. Und später mit den Schülern, wenn sie sich eignet. Ja, sie wird überglücklich sein. Wenn der Zirkel nur in besserem Zustand wäre. Vielleicht ist sie ja enttäuscht, wenn sie kommt. Nein, das glaube ich nicht. Es wird sie sicher interessieren, was passiert ist. Dann habt ihr zwei weitere helfende Hände für den Wiederaufbau. Mag sein, aber es war ihre Entscheidung. Nein, es wird sie sicher interessieren, was passiert ist. Das wird sicher interessant. Sie kann uns viel über unsere Zwergennachbarn erzählen. Ja, je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee. Ich nehme das als Zeichen dafür, dass es mit dem Zirkel langsam wieder bergauf geht. Seid bedankt. So kann man es auch sehen, ja. Dann bin ich sonst noch wegen etwas hier, und zwar bin ich ja Arcana Krieger geworden und würde dieses Wissen gerne weitergeben. Nur habe ich keine Option dafür. Vergebt mir, aber ich muss nun gehen. Alles Gute. Ihr seid hier immer willkommen. Weißt du was? Ich habe ja so die Befürchtung, dass die Templer gar nicht so erfreut darüber wären, wenn die Magier lernen würden, wie man Arkaner Krieger wird. Weil dann könnten die sich ja auch im Nahkampf wehren. Dann bräuchten sie ihre Magie ja gar nicht mehr zum Kämpfen. Sondern könnten sie ja mit Schwert, Schild und schwerer Rüstung umgehen. Ja, dann bringt auch das Bannen der Magie nichts mehr. So. Levi Dryden. Nee, Truhe der Gruppe. Aha, eine Drachendorn-Armbrust. Wer hätte das gedacht? Das ist schön. Olafs wertvolles Käsemesser tun wir rein. Falandins Einfluss tun wir rein. Und dann haben wir noch die... Keine Ahnung, was wir noch haben. Irgendwas hatten wir noch. Die verstauen wir, aber nicht als Plunder, sondern als normale Ausrüstung. Weil wenn wir Glück haben, dann wird das dadurch... Die Handschuhe der Legion kann Ogryn immer noch nicht tragen, oder? Ah, Ogryn haben wir gar nicht dabei, stimmt ja. Dann behalte ich die erstmal. Wenn wir Glück haben, werden die hochgelevelt, wenn wir aus dem hier weggehen. Und was sagt der Levi? Hat er irgendwas zu sagen? Was kann ich für euch tun, Wächter? Irgendwelche Ärger mit Avernus?
Ich habe keinen Ton von ihm gehört. Sieht aus, als bliebe er lieber allein. Gut. Aber ich habe den Kindern immer gesagt, dass sie sich vom Turm fernhalten. Ja. Ich glaube, den Rest, den haben wir schon mal abgeklappert gehabt. Ich kann mich nur nicht so recht dran erinnern. Und dann begeben wir uns jetzt zum Kadaschteig. Und ich habe jetzt insgeheim die Hoffnung, dass noch eine zufällige Begegnung kommt. Na? Scheinbar nicht. Schade. Warum leuchtet Honleaf da unten eigentlich immer noch rum? Gebiet freigeschaltet, Kadaschteig. Auch hier sieht man wieder einen unglaublichen Unterschied bei der Beleuchtung, verglichen mit den normalen Gebieten aus dem Hauptspiel, das einfach darauf hinweist, dass dieses Gebiet aus einem DLC stammt. Also nachdem die Entwickler mehr Erfahrung mit den Tools hatten. Dunkle Brut, genau vor uns! Das wird man auch bei Awakening und den anderen DLCs immer wieder sehen können, dass die Beleuchtung einfach viel, viel besser ist. Das waren alle. Dann haben wir hier noch Loot von dem Hörlock und da ist noch ein Hörlock. Und noch ein Kreischer. Und war da eine Kiste oder? Nee. Ich mag das ja, dass man so ein bisschen durch die Wände sehen kann, wenn man das Kreismenü aufhat. Auf dem PC kann man dafür einfach Tab gedrückt halten, da braucht man das Spiel nicht für anhalten. Ich meine zumindest, dass es Tab war, ich kann mich rühren. Das ist es, der Teig Kadash. Und kommen schon irgendwelche Erinnerungen hervor? Sieht verlassen aus. In diesen Ruinen wimmelt es immer von Ungeziefer. Aber vielleicht finden wir tiefer im Inneren etwas Interessantes. Na, mal sehen. War dies einst eine Heimstatt? Habe ich hier gelebt? Ich vermute es, wenn ja, dann war das ziemlich schön. Da! Noch mehr dieser Teufel! Betrachtet es als erledigt. Wird erledigt. Durch Blut verwiesen lässt sich kein Ruhm erringen. Ich werde es tun. Los, beenden wir es! Und noch ein Feuerball da rein. Wie ihr meint. Oh, ein Bronto. Ein Brontosaurus Rex. Au. Betrachtet es als erledigt. Okay. Das sieht echt nicht schlecht aus hier. Das ist eigentlich recht schön, wie die Natur das hier alles ein bisschen zurückgerobert hat. Nehme ich an. Es ergibt nur keinen Sinn, weil hier noch ein Steinweg ist. Das heißt, die Zwerge im Kadaschteig haben tatsächlich mehr oder weniger mit der Natur zusammengelebt, oder? Obwohl, hier sieht es ein bisschen... Da sieht es versunken aus. Ja, es sieht irgendwie alles halb versunken, halb zugewachsen aus. Als ob es viele Erdrutsche gab. Andererseits ist hier eben auch ein Weg auf dem... Gras. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen.
Hier ist so eine Truhe. Und Feuerpfeilen. Wer hat das Feuer gelegt? Die dunkle Brut? Hier ist nichts. Da sind sie! Ah. Hallo Freunde, ich habe euch ja so ein bisschen vermisst. Sehr schön. Ach, nicht schon wieder. Vielleicht kommst du mir nicht davon. Jetzt hast du ein Problem. Betrachtet es als erledigt. Sehr schön. Wieder mit dir. Ich werde es tun. Dolch der dunklen Brut, das ist ja Müll. Da hinten ist wahrscheinlich noch Gold oder so. Ein Malachit. Kommt aufs Gleiche raus. Es sei denn, ich kann die Malachiten noch für irgendwas anderes gebrauchen. Vielleicht braucht die zwergische Armee Malachiten. Dann würde ich mir ziemlich in den Arsch beißen, weil ich die ganzen Malachiten verkauft habe. Ein Kristallfischheil. Sogar viel besser. Und ein blutgetränktes Amulett. Aus den vergrößerten Nahtstellen dieses abscheulichen Gegenstands tropft ein endloser Strom von Blut, das seine Brust mit mörderischem Rot überzieht. Wir brauchten sowas. Ich habe keine Ahnung, das Ding hat total schlechte Statistiken. Fügt Konstitution hinzu, aber zieht Stärke ab. Moment mal. Was zieht's ab? Stärke? Wo ist es denn jetzt? Da, blutgetränktes Amulett. Und Willenskraft. Schade. Schade, schade, schade. Weil sonst würde ich, wenn es Geschicklichkeit wäre, würde ich sagen, ja, das ist was für uns, aber tut's nicht. Ist nicht Geschicklichkeit, ist Stärke und Willenskraft. So, den geben wir an Shale, den großen makellosen Naturkristall. Jetzt ist Shale schön grün. Oh mal was, ein neuer Look. Sieht gut aus. Genau. Und eine Zwergenrüstungshandschuhe. 30 Stärke. Genau wie ihr es wolltet. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalte dein System aus. Ich benutze Falls, um ein- und ausschalten zu gehen. Ich sehe nicht. Die dunkle Brut hat uns aufgespürt. Was immer einst hier war, ist jetzt weg. Wird erledigt. Ich hasse die Geräusche von Tieren, die sind extrem laut. Total schlecht akustisch. Kriegen sich gegenseitig. Wie ihr meint. Betrachtet es als Voll, nur einen erwischt. Gut erledigt. Sehr schön. Eine Falle direkt vor uns. Eine Falle direkt vor uns. Eigentlich müssten wir die Todesmagie aktivieren, oder? Todesmagie? Ist diese was in der Zauberdrehung? Ja, genau. Ja! Zieht Lebenskraft aus den gefallenen Feinden in der Umgebung. Morrigan hat das auch aktiviert. Und damit heilt sie sich die ganze Zeit. Und dadurch, natürlich, dass wir ja Nahkämpfer sind. Aua, wieso lachst du denn so hämisch? Niedlich soll wahrscheinlich niedlich sein, aber irgendwie. Das war's mit den Fallen.
Hörlock, Plunder, Feuerpfeile. Tiefenlauer. Was ich doof finde, ist, dass die Feuerpfeile und allgemein Pfeile und Bolzen und alles so verdammt schnell verschossen werden. Da wäre mir mehr einfach. Ich kenne diesen Blick. Ihr habt doch etwas im Sinn, oder nicht? Ja, was wisst ihr über diesen Ort? Praktisch nichts, fürchte ich. Ja. Was ich doof finde, ist, dass die Feuerpfeile verschossen werden. Das heißt, es wäre mir lieber, also sie extrem schnell verschossen werden, es wäre mir lieber, wenn wir einfach einen Köcher hätten. Also irgendwie Köcher mit Feuerpfeilen, Köcher mit Eispfeilen, Köcher und so. Einfach Köcher mit speziellen Arten von Pfeilen, die nicht leer gehen. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber. Zwergenrüstungshandschuhe. Hä? Schuppenrüstungshandschuhe. Durch den dunklen Brut, Kurzbogen, bla bla bla. Ich meine, wir geben Liliana die ganze Zeit, nee, nicht die ganze Zeit, aber oft Pfeile oder Bolzen, aber ich krieg's nicht mit, wann die verschossen wurden. Und ich habe auch nichts im Petto oder oft nichts im Petto, was mir ihr dann danach geben könnte, wenn die Pfeile verschossen sind. Das heißt, wie schon gesagt, ein Bogen wäre mir lieber. Da haben wir schon wieder irgendwas aufgesammelt. Ich habe keine Ahnung, was. Weil ich einfach nicht aufgepasst habe. Schwere zwergische Stiefel wieder. Mhm. Aus rotem Stahl. Sehr witz. Da hinten ist noch irgendwas. Ich finde nur eine Truhe. Nee, na klar. Sehr schön. Los, beenden wir es. Wird erledigt. Wird erledigt. Versuch einfach nicht allzu unfähig zu wirken. Das ist ein bisschen peinlich. Sehr schön. Der Griff können wir gar nicht deaktivieren, oder? Den haben wir einfach die ganze Zeit. Schwerer zwergischer Helm aus rotem Stahl. Nee. Ein Knochenberg mit einem Dolch aus rotem Stahl. Roter Stahl. Nehmt euch von diesen Bestien in Acht. Unterdessen bin ich eigentlich schon bei der Stufe Drachenknochen angelangt. Ich werde es tun. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Punkte in Todesmagie investieren, damit uns die Todesmagie mehr heilt, weil so bringt es uns nicht viel. Was für eine Kreatur ist das? Und ich schon wieder. Leute, es reicht so langsam. Ich werde es tun. Meine Güte. Ich hoffe, das war's jetzt. Schutt. Lebensstein. Es steht vor Dreck. Typisch. Es steht vor Dreck. Was? So, Feuerball da rein. Das ist ja nervig hier. Daran
Bin ich eigentlich der Einzige, der die Kämpfe in Dragon Age einfach nur nervig findet? Niemand kann mich besiegen. Shell sieht mit den neuen Kristallen echt super aus, finde ich. Die stehen ihr viel besser als diese blauen. Und der wird noch nicht zum Loot gemacht, müsste es aber gleich werden. Komm, gib mir Loot. Also. Ein Säurefläschchen und ein Malachit. Hier hinten ist nichts, oder? Ach, doch, eine Truhe. Die dunkle Brut hat uns aufgespürt! Ich hab nichts bei den Soundeinstellungen geändert, oder? Nee. Das sind nur die scheiß Kreischer und Tiefenlaurer, die solche lauten Geräusche machen. Und die Spinnen. Die normale Dunkelbrut macht nicht solche lauten Geräusche. Das ist echt schlecht abgemischt, verdammt schlecht abgemischt. Genlock. Genlock, Genlock, Genlock. Jetzt weiß ich wieder, weswegen ich hier war, wegen der Truhe. Ich glaub, die Truhe habe ich schon geplündert. Da war nichts. Durch wie viele dieser Dinger müssen wir noch fahren? Ja, das frage ich mich auch, Ratsche. Das frage ich mich auch. Ich werde es tun. Sehr schön. Sehr schön. Wird erledigt. Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt. Sehr schön. Da! Wird erledigt. Wie ihr meint. Ich versuche gnädig zu sein. Eine Truhe mit zwei Schlössern und dem tiefen, weiten Ruinen und so. Ich finde diese Kämpfe hier einfach nur extrem lästig. Ich möchte hier einfach durchgehen, das Geheimnis lösen. Ich weiß nicht so recht, was ich hier zu finden hoffe. Wahrscheinlich diese riesige Statue da hinten. Oh, nicht schon wieder speichern. Das bedeutet, wir stehen uns wieder Kämpfe bevor. Ich könnte meinen Kopf auf den Tisch schauen. Ernsthaft, wer findet die Kämpfe hier spannend? Dragon Age hat eine super Geschichte und super Charaktere, aber die Kämpfe, zumindest auf Konsole, sind absolut langweilig. Dunkle Brut! Ein Ogre-Alpha. Das ist mal was Neues. Seid vorsichtig! Bei allen Verdammten! Betrachtet es als erledigt. Nieder mit dir! Ich werde es tun. Sehr schön. Und ein das ist der Highlight von dem ganzen Kampf, diese komischen Finisher. Ein kleiner makelloser Eiskristall. Verwandelt sämtlichen Schaden in Kälteschaden. Plus 2 Rüstungsdurchdringung.
Plus 10% kritischer Schaden durch hinterhältige Angriffe. Beziehungsweise plus 10 kritischer Schaden und Schaden durch hinterhältige Angriffe. Nee, der ist eigentlich schlechter als der. Dunkle Brut hat uns aufgespürt! Wie ihr meint. Was für ein guter Tag! Der ist eigentlich schlechter als der Geisterkristall, weil beim Geisterkristall hatten wir nochmal ein plus 1 auf alle Attribute. Ein Golem-Monument. Was ist das? Daran erinnere ich mich. Da stehen Daten und Namen, um jene zu ehren, die sich freiwillig dafür gemeldet haben, Golems zu werden. Und da steht mein Name, Shale aus dem Hause Kadesh. Genau wie Carradine gesagt hat. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich erinnere mich an Shale. Das war ich. Aha. Es ist wunderbar, sich daran zu erinnern, dass man eine weiche, matschige Fleischkreatur war. Mag sein. Ich muss über das, was ich erfahren habe, nachdenken. Vielleicht werde ich schon bald mit ihm darüber sprechen. Lasst uns aber vorerst weitermachen wie bisher. Sie hat mit ihm gesagt. Das heißt, sie sieht uns nicht mehr als S-Kettestampfer. Erhöht Feindseligkeit, plus 2 kritische Trefferchance im Nahkampf, plus 2 kritische Trefferchance im Fernkampf, plus 2 Rüstung, plus 2 Geschicklichkeit, ist da in das geerdete Leder dieser Stiefel, dieser abgezogenen Stiefel, wurde das Wappen des Hauses Kadesh eingearbeitet. Es ist noch immer zu erkennen. Mittelschwere Stiefel. Erhöht Feindseligkeit, das ist ja eigentlich nichts für Liliana. Das wäre was für Lister? Weiß ich nicht so recht. Außergewöhnliche Rubin, ein Geschenk für Shale. Und ein großer, makelloser Geistkristall. Der ist besser. Ja, der ist besser. Dann wollen wir mal. Shale, großer, makelloser Geistkristall. Wo bist du denn? Oder was der hier? Nee. Jo, jetzt ist er wieder blau, aber wenigstens hast du noch schöne, große Kristalle auf dem Rücken. Oder auf den Schultern. Seltsamer Kristallklumpen. Kleiner, makelloser Kristall. Nee. Zerbrochene Truhe, Dolch des verlorenen Teigs. Keine Ahnung, vielleicht ist das was für Zephran. Eispfeil, kleiner, makelloser Blitzkristall. Auch wieder nein, weil der andere Kristall einfach... Oh, noch Loot. Einfach noch, plus 1 auf alle Attribute hat. Und wir können uns wieder irgendwo anders hinbegeben. Ach ja, genau, nach Ausama. Um Darkna Bescheid zu sagen. Kotz. Ist wieder ein Hin- und Hergelaufe. Am wenigsten haben wir jetzt die Hintergrundgeschichte um Shale gelüftet. Und Shale hat ihre Erinnerung zurückbekommen. Und wir können uns wieder auf den Kampf gegen die Verderbnis konzentrieren, mehr oder weniger. Und Shale im Lager lassen. Ah ja, es kommt jetzt wieder Wölfe oder was? Die dunkle Brut hat uns aufgespürt. Oh nee.
es als erledigt. Durch Blutvergießen lässt sich kein Ruhm erringen. Ich werde es tun. Sei verdammt! Sehr schön. Hier, Mann. Komm schon und hol's dir! Ein blutiger Leichnam. Wird erledigt. Und eine Barrikade. Jetzt brennt sie. Super. Keine Ahnung, was das bringen soll. Elfenspeer. Unser Stamm kämpft für euch, Wächter. Das ist super. Klingt ja ganz schön außer Atem, der Kerl. Was macht ihr? Unser Stamm kämpft für euch, Wächter. Wirklich? Habe ich nicht so ganz verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen? Unser Stamm kämpft für euch, Wächter. Ach so, ihr kämpft für uns. Und was machst du? Unser Stamm kämpft für euch, Wächter. Ah, da. Sehr schön. Weitermachen. Genlock. In der Säureflasche. Und wir ziehen weiter Richtung Orsama, um Darkner Bescheid zu sagen, dass sie jetzt im Turm studieren darf. Worüber ihr Vater oder ihre Familie oder ihr Haus sicherlich sehr erfreut sein wird. Denn dadurch wird sie effektiv verbannt aus Orsama. Aber solange es sie glücklich macht, ist mir das egal. Na komm. Da hinten ist ja die kleine rothaarige Frau. Das kleine Mädchen ist ja eigentlich noch. Hallo, wie kann ich... Ihr seid... Und ist es schon... eine Weile her? Lange genug, um zum Zirkel und zurückzureisen? Oh, bitte, was haben Sie gesagt? Der erste Verzauberer Irving nimmt euch als Schülerin auf. Die Ahnen segnen euch, ich kann's nicht glauben! Einen Beobachter der Zwerge gab es im Zirkel seit Ureldon im 13. Jahrhundert nicht mehr. Ich muss packen. Nein, meine Eltern würden nur misstrauisch. Ich muss gehen. Soll ich etwas mitbringen? Bücher? Schulgeld? Ein kleines Zeichen eurer Dankbarkeit wäre nett. Nee, nichts davon. Die Magier brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Dann sollte ich gehen, bevor meine Eltern nach mir suchen. Wenn ihr je wieder zum Zirkel kommt, sehen wir uns ja vielleicht. Die Eltern werden sie nicht nur suchen, die Eltern werden sich Sorgen um sie machen. Was für ein kleines Biest. Gut, das war dann hier alles in Ursama, was wir machen können, beziehungsweise fast alles. Hier hinten haben wir noch Bruder Birkel, dessen Quest ich nicht machen will. Weil ich habe so das Gefühl, seine komische... Erstens bin ich kein Freund der Kirche. Und zweitens habe ich das Gefühl, sein komischer Glaube könnte für, also den Glauben hier zu verbreiten, könnte für Unruhe unter den doch eher traditionsreichen oder traditionsbedachten Zwergen verbreiten. Ferelden? Können wir nicht reisen, schade. Wir müssen tatsächlich wieder in die blöde Halle der Helden und dann aus Orsama raus ins Frostgipfelgebirge. Das ist ja nervig. Und wohin müssen wir dann? Lass mich nachdenken. Wir haben die Armee der Zwerge. Wir haben die Armee der Elfen. Wir haben die Armee der Menschen. Durch Red... Nein, noch nicht ganz. Wir müssen noch... Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Wir haben auch die Armee der Magier. Das heißt, wir müssen noch Arl-Imen gesund pflegen. Das heißt, wir müssen die Urne der heiligen Asche suchen. Beziehungsweise wir müssen Bruder Genitivi in Denerim suchen. Das ist hier. Vorher gehen wir aber nochmal ins Lager der Gruppe und gucken nach, was denn die Zwerge für Vorräte brauchen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob
ob die Zwerge überhaupt irgendwelche ob dieses Vorräte geben an die Armeen, ob das überhaupt irgendwelche Auswirkungen hat. Ich kann es mir aber vorstellen. Und da ist tatsächlich dieses Scheißviech Schmupels. Okay, Gesandter Fellhammer. Orsama hat nur die Besten geschickt, Wächter. Es ist lange her, seit die Armee der Zwerge das letzte Mal auf der Oberfläche marschiert ist. Benötigt ihr noch etwas? Bei Armeen, die in Eile ausgerüstet wurden, gibt es immer noch Raum für Verbesserungen. Am nützlichsten wären Edelsteine, vor allem mittlere wie Saphire und dergleichen. Da wir mit vielen kleineren Gießereien arbeiten, könnten größere Werte sie überfordern. Aha, sie brauchen also Edelsteine. Gut. Dann Edelsteine für die Zwerge abgeben. Alle Malachite. Und alle Werkstoffe für die Dalish abgeben. Alle Elfenwurzeln, alle Tiefenpilze, alle... alle Tiefenpilze. Und alle Todeswurzeln. Und für den Zirkel brauchen wir Runen, alle freien Runen des Meisters. Die benutze ich sowieso nie. Alle freien Runen des Experten. Alle freien Runen des Runovizen. Und weggehen. Das alles bringt uns dem Sieg einen Schritt näher. Okay, wie geht's dir? Ihr wünscht, Wächter? Benötigt ihr noch etwas? Wir haben uns sehr kurzfristig zusammen. Am hilfreichsten. Ja, das, super. Vielleicht eher. Der Zirkel der Magi ist bereit, euch zu unterstützen, grauer Wächter. Es gibt immer... Da ändert sich nichts. Vielleicht ändert sich in der Ausrüstung von den dreien was, wenn wir das nächste Mal das Camp betreten. Wir reden nochmal kurz mit Shale. Ich habe da eine Frage, die ich es zu beantworten bitte. Es hat sich entschieden, sich auf Caradins Seite zu schlagen und den Amboss der Leere zu zerstören. Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Allerdings war doch eigentlich der Paragon Branka der Grund, warum es sich in die tiefen Wege gewagt hat. Warum hat es entschieden, sich gegen sie zu stellen? Es konnte nicht sicher sein, dass Caradin ihm mit den Zwergen weiterhelfen würde. Branka war wahnsinnig, die hätte offensichtlich eine Schraube locker und der den Amboss anzuvertrauen, wäre einfach nur verantwortungslos gewesen. Wirklich? Es scheint selbst ein wenig wahnsinnig zu sein. Auf jeden Fall wollte ich mich bedanken. Es hat Caradin das Ende gestattet, das er sich gewünscht hatte. Und ich freue mich, dass ich daran teilhaben durfte. Ich muss über Caradins Worte an mich nachdenken. Da ist viel zu verarbeiten. Aber lasst uns nun weitergehen. Ja, das glaub ich. Shale ist dagegen. Minus 5. Ja, super. Blöde Kuh. Reden wir nochmal mit ihr. Entschuldigt. Das fällt mir nicht leicht. Ups. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht besonders freundlich war, seit es mich wieder erweckt hat. Das ist leicht untertrieben. Ich nehme an, ihr habt eure Gründe dafür. Die Gründe sind wahrscheinlich allgemeine Ablehnung gegen alle lebenden Kreaturen. Mir ist bewusst geworden, dass es gut zu mir war. Dass ihr gut zu mir wart. Obwohl ihr keinen Kontrollstab hattet, um meinen Gehorsam einzufordern. Ich hatte noch nie... Deshalb weiß ich nicht, wie ich euch danken soll. Eine Weiche. Dafür, dass ihr das seid, was ihr seid. Eine weiche, maschige, fleischige Kreatur? Ein Waffengefährte oder ein Freund? Ein Freund? Genau das. Ich bin euch gefolgt, um Antworten auf meine Fragen zu finden. Aber ich glaube... Ich habe etwas Besseres gefunden. Gut, das ist mir eine Ehre, Shale.
Lasst uns nun nie wieder über diesen unangenehmen Moment der Verbundenheit sprechen. Zurück auf die Straße. Ich mag sie. Gut, Bodan, ich hab Sachen. Ihr und eure Freunde seid wirklich... Ja. Plunder verkaufen und ich hab, die Kristalle hier. Und einen komischen Langbogen und einen Dolch und den Dolch nicht. Und dann hab ich noch einen Naturkristall und ich hab noch... ich war mir sicher, dass die Zwerge diese Froststeine und sowas brauchten, aber brauchten sie nicht, also weg damit. Weg. Und Jade auch weg und leeres Pergament auch weg und Bergkristall weg und ja, weg. Und was haben wir hier? Wir haben Werwolffell. Werwolffell? Wozu brauchen wir Werwolffell? Vielleicht haben wir es ihm mal verkauft und er ist immer noch im Lager, im Handel. Buch der körperlichen Methodik. Ja, das ist super. Ansonsten hat er hier nichts, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und in der nächsten Folge, da begeben wir uns dann vermutlich nach Denerim, um nach Bruder Genitivi zu suchen, um das Heilmittel für den Aal, beziehungsweise, also soll heißen, die ohne der heiligen Asche zu suchen, damit wir Aal Eamon heilen können und dann endlich gegen Loghain und die Dunkle Brut vorrücken können. Bis dahin, tschüss. Das ist ja schon wieder so extrem lang.